Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Wir befinden uns jetzt hier immer noch im siebten Dungeon des Games. Als erstes werden wir jetzt mal zu diesen beiden Türen hier runterlaufen. Da wartet nämlich nochmal ein kleines Secret auf uns, was unsere Magier ziemlich gut pushen wird. Dazu aktivieren wir jetzt erstmal das Feuerschild. Wir hören ja hier im Hintergrund schon die Feuermagier. So, dann wartet hier ein kleines Rätsel auf uns. Das ist nicht besonders schwierig. Wir müssen einfach nur zusehen, dass dieser Lichtblitz hinten in das Loch reinkommt. So, das hätten wir jetzt auch geschafft. Dann öffnet sich hier die Tür. Dann haben wir hier auch gleich den ersten Feuermagier vor uns. Gucken wir mal, dass wir den so schnell wie möglich tot kriegen, da von hinten auch noch zwei gleich kommen werden. Da sind sie denn auch schon. Schönes Ding, den hat unser Magier dann auch gleich mal eingefroren. So, dann haben wir auch den zweiten. Den dritten versuche ich jetzt mal in dem Raum hier zu killen. Ah, so wirklich sterben will er jetzt nicht. Mal gucken, vielleicht kriegt mein Eismagier nochmal einen Frostbolt hin. Schafft er auch, aber leider führt er ihn nicht ein. Schade eigentlich. So, damit hätten wir ihn dann auch. Machen wir erstmal das kurze Level-Up für meinen ersten Tauchen-Krieger. Da werde ich jetzt definitiv erstmal alles in Coin reinhauen, da ich dann den zweiten Spezialschlag von ihm kriege, den Crushing Blow. Der ja laut Aussage von den Designern hier einen ziemlich großen Schaden dienen soll. Und dann haben wir hier auch das versprochene Secret. Das ist der Schamanenstab. Schamanenstab, schauen wir uns den mal an. Für den brauchen wir definitiv erstmal Spellcraft auf 7, das haben wir. Da gibt er uns plus 20 Energie und plus 2 auf Willpower. Da hat er noch einen kleinen Spezialskill. Wenn wir jetzt einen Erdenmagier hätten, dann würde unser Poison Bolt und unsere Poison Cloud mehr Schaden machen. Leider haben wir keinen Erdenmagier, aber definitiv ist er besser wie dieser erste Stab, den wir gefunden haben. Den legen wir dann mal hier rein. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir noch eine Schriftrolle. Die erklärt uns den Unsichtbarkeitszauber, der ist allerdings nur für Magier gedacht, die jetzt, also für Luftmagier ist der gedacht. Das haben wir leider auch nicht. Gut, dann gucken wir mal hier hinten lang, was gibt es hier noch Schönes? Hier haben wir nochmal ein Schriebsel rum zu liegen, das ist bestimmt wieder von diesem Tor rum, genau. Ja, er erzählt uns hier, dass er der Meinung ist, dass hier schon mal früher Leute in diesem Dungeon drinne waren, dass ihm aber so vorkommt, als ob er der Erste ist, der hier Schalter und Türen öffnet. Von daher geht er mal aus, dass es hier sowas wie einen Aufseher gibt. Also dass der Dungeon halt jedes Mal wieder neu gestartet wird, sobald andere Leute hier reinkommen. So, dann wollen wir uns mal weiterhin in den Norden begeben. Heilen wir uns mal schnell an dem Kristall hier. Da hinten ist dann auch mal wieder so ein Atomblöpp. Oha. Der Feuerball meines Magiers hat jetzt einfach mal daneben geschossen. Das kann ich jetzt nicht so wirklich verstehen, warum. Wunderschön, den hätten wir dann mal zerteilt. Okay, gucken wir mal hier weiter. Aha, die beiden Blöps sind jetzt da drüben auf der anderen Seite. Die sind wahrscheinlich auch so durch den Teleporter gelaufen. Jetzt ist er wieder zurückgekommen. Ah, der ist jetzt natürlich auf einer ganz anderen Seite. Hier gibt es ja auch noch ein kleines Secret. So, den haben wir jetzt. Dann werden wir den mal killen. Oh, verdammt, den Zauberspruch habe ich jetzt versaut. So, dann hätten wir den ersten. Und da ist ja noch der zweite zurückgekommen. Schönes Ding, damit hätten wir sie denn alle besiegt. Ich werde jetzt hier nochmal eine kurze Rest einlegen. Gut, weiter geht's. Jetzt gibt es hier sofort wieder ein nächstes Secret. Dafür müssen wir hier in diese Falle abstürzen. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wenn wir uns jetzt bewegen, müssen wir uns immer im Zickzack bewegen, damit wir möglichst wenig von diesen ja, Giftwolken abbekommen. Und dann haben wir hier auch das Secret. Das sind nämlich die Boots of Valor, das ist schwere Rüstung. Wenn wir jetzt mal raufgucken, die geben uns einen Schutz von plus 15. Unsere alten Ringboots haben gerade mal plus 6 gemacht. Also das pusht unseren Tauchen dann schon mal wieder ziemlich hoch in Sachen Schutz. Wollen wir mal unsere Zaubersprüche aktivieren?
Weil wenn wir jetzt diesen Hebel betätigen, fahren hier hinten die Gitter auf, dann kommen uns zwei Spinnen und zwei von diesen ekligen Krabben entgegen. Vorher könnten wir nochmal eine kurze Rast einlegen. Das dauert ja jetzt nicht so lange, wir füllen ja bloß unsere HP auf. So, hätten wir das. Dann fangen wir mal an. Jetzt können wir hier auch zum Start den gleich mal so ein paar kleine Giftwolken entgegenschießen. Oh, ihr Schweine, da habt ihr's. Oh, jetzt wollten sie mich doch gerade Stereo nehmen. Oh, jetzt muss ich beeilen. Also die Krabbe muss ich jetzt definitiv schämen, bevor die zweite hier um die Ecke kommt. Gut, hat alles geklappt. Schönes Ding, damit hätten wir es dann auch geschafft. Jetzt werde ich nochmal kurz rasten, bevor ich zurücklaufe. Gut, da sind wir wieder. Wollen wir mal den Rückweg antreten. Müssen wir jetzt natürlich genauso vorsichtig sein wie beim Hinlaufen. Da brauchen wir nochmal eine Schweinekeule. Verfüttern wir die gleich mal in unseren Tauren. Der hat eh gerade Hunger. Sieht es beim zweiten aus, der hat auch Hunger. Gucken wir mal, haben wir noch irgendwas dabei, was schön schwer ist. Jawohl, der Schneckenschleim hier. Kann man den auch mal wegfuttern. So, jetzt befinden wir uns wieder am Ausgangspunkt. Gehen wir das erste Mal durch den Teleporter durch, dann teleportiert ihr uns einfach nur eins rüber. Wenn wir jetzt allerdings nochmal durch den Teleporter durchgehen, kommen wir nicht da hinten wieder ein, sondern haben nochmal ein kleines Secret gefunden. Können wir nämlich hier rüber und können uns diesen Sack hier schnappen. Der hat jede Menge Alchemie-Zutaten für unseren Alchemisten hier unten. Hätten wir das mal verteilt und den zweiten Sack werde ich jetzt nutzen, also den leeren Sack werde ich jetzt einfach mal nutzen, dass mein Tauri hier endlich mal die schwere Kiste los wird. Dann räumen wir die einfach mal leer. So, weg das schwere Scheißding, damit haben wir uns lang genug rumgebuckelt. Ah, jetzt habe ich noch so den Schneckenschleim zum Essen gegeben. Oh, okay, ist nicht schlimm. Ich habe sowieso Fressen dabei, was soll das? Da muss man sich definitiv nicht aufregen. Aber wenn wir jetzt wieder durch den Teleporter stapfen, kommen wir wieder zum Anfang zurück. Von daher gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Und dann befinden wir uns hier. Dann können wir im Norden weiter. Schauen wir mal, wo gehen wir lang? Ja, genau. Hier gibt es auch nochmal ein Secret. Und zwar müsst ihr diese Schalter einer bestimmten Reihenfolge drücken. Und zwar genau die beiden nacheinander, dann fährt hier die Wand auf. Dann findet ihr hier einen Dolch. Dieser Dolch ist wirklich richtig genial. Der benötigt Dolch, also den Dolch-Skill auf 10. Gibt euch eine Angriffskraft von 15, hat eine Genauigkeit von plus 10. Und als kleinen Bonus, für jeden erfolgreichen Schlag bekommt ihr noch Leben von eurem Gegner wieder zurück. Also wenn ihr einen Dieb dabei habt, nehmt euch den Dolch hier in jedem Fall mit. Merkt euch dieses Secret. Gut, schauen wir mal hier lang. Das ist jetzt auch ein kleines bisschen kompliziert. Und zwar müssen wir jetzt warten, bis die Pfeilen hier zufahren. Dann stellen wir uns in der Mitte, blocken damit den Lichtblitz. Jetzt fahren die Pfeilen erstmal nicht mehr zu. Als erstes besorgen wir uns jetzt mal diesen Ring hier vorne. Den Ring haben wir schon mal. Den haben wir ein Level hier drüber auch gefunden. Der gibt uns plus 1 Stärke, plus 20 Lebensregeneration. Allerdings verbrauchen wir etwas schneller und schneller Hunger. Geben wir dem einfach mal unseren Magier, dann kann er auch gleich mal wieder ein bisschen mehr schleppen. So, dann mal wieder hin zur Mitte. Den Blitz hier blockt einen rüber. Blocken wir den auch noch. Betätigen wir mal den Taster hier. Schnell genug rüber, würde ich gerade sagen. Das haben wir jetzt allerdings nicht geschafft. Jetzt müssen wir uns mit diesem Ober hier unten erstmal auseinandersetzen. Das ist jetzt allerdings auch nicht so schlimm, da der uns ziemlich viel Erfahrung geben wird. Und so schlimm ist er jetzt, also so schwierig ist es jetzt nicht, in so einem großen Raum zu töten. Was habe ich hier jetzt gemacht? Wo
Wunderbar, das hätten wir dann auch. Da sind auch gleich mal wieder unser zweiter Tauchenkrieger und unser Eismagier aufgestiegen. Das ist natürlich ganz klasse. Machen wir auch gleich mal das Level Up. So, also definitiv werde ich ihm jetzt erstmal 2 in Rüstung geben. Das gibt ihm wieder plus 15 Leben. Und den Rest hauen wir einfach mal in Schwertkampf, dass wir dann irgendwann mal auf 23 kommen. Dann lernt er nämlich auch seinen nächsten Spezialschlag. Der wird dann Rüstung ignorieren. Schauen wir uns hier unten mal noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch ein paar schöne Sachen. Hier haben wir nochmal so ein Heavy Shield. Brauchen wir nicht. Wir haben schon ein besseres. Schauen wir mal in die Truhe hier rein. Was gibt es hier für eines? Nix. Ist das vielleicht die Truhe, die ich da runtergeschmissen habe? Ja, nicht sicher, ist das die Truhe, die ich runtergeschmissen habe. Okay. Gut, das war's dann hier unten. Gehen wir uns mal die Treppe wieder hinauf. Können wir auch mal das Level Up für unseren Magier machen. Mal sehen, was können wir hier rein. Oh ja, definitiv werde ich ihnen alle 4 Punkte in Eismagie geben, weil beim nächsten Level Up bekomme ich dann den Improved Frostbolt. Und ja, der ist dann wieder Feuerball halt einfach nur viel, viel stärker. So, dann haben sich jetzt ein paar Feuermagier mal wieder eingesammelt. So, mal gucken, dass wir den da irgendwie rausgelockt bekommen. Wenn ich irgendwo hier frisse, erstmal scheiße. Hab ich ihn getroffen? Natürlich nicht. Den ersten haben wir dann nicht eingeeist. Boah, ey, kommt jetzt mal einer von denen nach vorne. Schönes Ding, den haben wir es gerade mal richtig gegeben im Nahkampf. Das Feuerschild ein. So, den hätten wir dann auch. Jetzt blocken wir mal wieder den Lichtblitz. Warten einen zweiten ab und dann gehen wir mal hier rüber. Gut. Hätten wir den Raum dann auch geschafft. Ich werde jetzt nochmal kurz rasten, um mich wieder aufzufüllen. Okay, hätten wir das auch. Dann können wir jetzt mal das Level Up für unseren Feuermagier machen. Das wird jetzt ziemlich geil. Da wir jetzt nämlich den größeren Feuerball erlernen können. Ja, der sieht einfach optisch nur größer aus und macht auch wesentlich größeren Schaden. Also bis dahin sollte man definitiv in Feuermagie gehen. Und den Rest, was machen wir damit? Den krachen wir einfach mal ins Spellcraft rein. Dann können wir in dem nächsten Level dann wieder mehr Energie hochkriegen. Plus 10 dann. Okay, schauen wir mal hier lang. Was gibt's hier? Ah ja, jetzt befinden wir uns auf der anderen Seite, wo uns dieser Teleporter hingebracht hat, wo wir oben den Sack gefunden haben. Hier können wir erstmal gar nichts machen. So. Gut, gucken wir erstmal hier weiter. Gleich vor diese ekligen Feuerwehr. Mal sofort das Schild hoch. Oh, der haut auch rein, Junge. Also der hat heute richtig Bock zu killen. Ah, schön, da haben wir eine Vermessung gekriegt. Und dann ist er auch weg. Der zweite wartet gleich dahinter und haut uns noch ein Feuerball rein. Blödes Schwein, du. Und dann kommt auch gleich noch einer. Also das Ganze muss jetzt hier mal etwas schnell gehen. So, dann hätten wir den zweiten auch. Ich hoffe, wir schaffen jetzt auch noch den dritten ohne einen großen Verlust. Ja, es ist auch schon mal, das ist sehr gut. Unser erster Tauchenkrieger hat verfehlt. Unser Magier ist jetzt auch erledigt. Kurz vom Abnibbeln. Ach, verdammt. Ist dann auch noch gestorben an der ganzen Sache. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo war hier der Kristall? Der Kristall war genau hier. Also bis dahin muss ich jetzt wieder zurücklaufen. Das ist jetzt leider ein bisschen langweilig, aber wir müssen es tun. Weil ohne meinen Eismagier werde ich hier definitiv nicht weiterkommen. So, ich höre den Kristall schon. Gleich ist es geschafft. Zack, da sind wir wieder komplett. Da sind wir wieder voll.
Wenn das nochmal jetzt so schnell gemacht, ohne runterzufallen, hätten wir dann auch. Und dann geht's auch schon weiter. Hier ist dann der Standard-Eingangs in das 8. Level. Ich werde euch allerdings gleich noch einen geheimen Eingang zeigen, den ihr definitiv nehmen solltet. Ihr habt dort den zweiten Schädel für euren Tauren, falls ihr diesen Schädel-Skill benutzt seid, dass er mit jedem Schädel, den ihr trägt, mehr Schaden verursacht. Und hier haben wir jetzt nochmal ein kleines Secret. Das funktioniert so ein bisschen wie die alten Atari-Spiele. Ihr müsst jetzt immer versuchen, die Lichtblitze zu blocken, dass nicht ein einziger Lichtblitz halt nach hinten in die Löcher reinkommt. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt hier auch gleich auf Anhieb hin. Super, das haben wir auch gleich zum Anfang geschafft. Jetzt müssen wir nur kurz warten, dann öffnet sich die Eisentür hier. Da wären wir dann auch. Dann haben wir hier die letzten, oder das letzte Chitin-Rüstungsteil. Wenn ihr das jetzt anlegt, also ein Helm damit komplett voll macht, bekommt ihr auch noch ein Achievement dafür. Und hier haben wir noch die Scroll of Enchange Fire Arrow. Ja, die zeigt uns nochmal mit der Feuermagie, wie man halt diesen Feuerpfeil herstellt. Brauchen wir nicht, da wir keinen Dieb haben. So, dann latschen wir mal zurück. Und dann gehen wir mal hier lang. Da sehe ich auch gleich eine neue Keule. Ich glaube, das ist ein Morgenstern. Der war, glaube ich, ziemlich gut. Da kommt wieder so ein dämisches Vieh aus dem Gulli raus. Das habe ich mir fast schon gedacht. Von hinten haben wir jetzt auch noch einen Feuermagier. Wo ist das Arschloch? Da ist er. Ja, jetzt wird ein bisschen Verstecken spielen hier mit uns. Hat das auch gleich mal kräftig besorgt gekriegt. Gut, dann schauen wir uns mal den Morgenstern an. Der braucht erstmal Keulen auf Stufe 6, das haben wir. Dann gibt er uns eine Eingriffskraft von 25. Unser alter Hammer hätte 18. Also das ist schon mal besser. Leider zieht er uns 5 Genauigkeit ab und hat ein Speed von 10. Ist also langsamer. Aber okay, ich denke mal, sich ist er trotzdem besser wie unser Kriegshammer. Wir nutzen das Ding. Schauen wir mal hier nochmal rum. Hier haben wir noch ein bisschen Unkraut. Ja, und ansonsten laufen wir hier einfach nur im Kreis. So. Dann kommt jetzt der geheime Eingang in das 8. Level. Ihr müsst diesen Eingang nehmen. Gab es hier auch noch irgendwas? Ne, habe ich mich jetzt verguckt. Ihr müsst diesen Eingang nehmen, um vom Prinzip her im 8. Level an die stärkste Waffe dieses Spiels ranzukommen. Geht ihr in den normalen Eingang, habt ihr keine Chance dazu, an diese Waffe reinzukommen. Dazu drückt ihr dieses Runensymbol. Ich zeig's mal auf der Karte, das ist hier. Jetzt öffnet sich eine Wand. Und zwar hier hinten. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen, super. So, jetzt haben wir hier auch Secret Found und das ist der geheime Eingang jetzt in die, ja, in die 8. Katakombe von Legend of Brumhold. Bevor wir da jetzt reingehen, werde ich allerdings nochmal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir hören uns. Ciao!